Jo, Leute, was geht jetzt? Kommt zurück zu Luigi's Mansion 3. Ich habe mich informiert, was wir tun müssen. Und Gott, oh Gott, oh Gott, ist das ein kompliziertes Rätsel. Hier muss irgendwo ein Eimer rumstehen. Diesen Eimer brauchen wir hier. Das ist ja ein Portal. Diesen Eimer, oh Gott, ey, wer kommt da? Den müssen wir jetzt erstmal hier abstellen. Nee, wir müssen ihn reintun. Hä? Okay. Na, du musst hier bitte auf dem Set bleiben. So. Dann spawnen wir Luigi. Schauen mit Luigi hier durch. Luigi nimmt den Eimer. Lassen ihn reinfallen. Wir drücken X. Jetzt ist der Eimer aufgefüllt und dieses Masken-Mumien-Jumpscare-Creepy-Teil gibt ihn uns wieder voll mit Wasser. Genau. Thank you. Genau. Jetzt hat Luigi den. Nehmen den ab. Verabschieden Luigi. Nehmen den. Gehen jetzt durch und gehen jetzt zu der Ritterburg und haben damit die Pflanze zum Gießen, kommt oben an das Feuerteil dran. Dieses Feuerteil geht dann aus und wir müssen es bei den anderen wieder anzünden und dann haben wir Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Stein, Stein, Stein. Feuer, Feuer, Feuer. Stein, Stein, Stein. Feuer, Feuer, Feuer. Stein, Stein, Stein. Oh no! We gonna attack! Jetzt brennt das da oben ab, das habe ich letztes Mal auch übersehen. Und jetzt können wir eben diese Pflanzen ähnliche Ding nehmen und gießen. Und während das wächst, muss ich mal diesen Geist hier nehmen. Mal ein bisschen nur kommen. Bam, bam, bam. Den noch. Nochmal ein bisschen Shazam. Können hier nochmal so ein paar Willis rein, richtig lustig gemacht, da. Und zwar, entweder pömpeln wir sie oder wir schmeißen denen das direkt ins Gesicht hier. A la Shazam! Der Film soll richtig gut sein, Shazam. Hoho, I did it. Okay, und jetzt können wir da oben an dieses Feuerdings. Das geht aber aus Versehen dadurch aus. Genau. Und durch dieses blöde Ausversehen müssen wir jetzt zu diesem Feuerding. Ihr wisst, was ich meine? Da, wo die Stadt gebrannt hat. Und dann können wir zum Boss. Und es ist mir egal. In dieser Folge zeige ich den Bosskampf. Soll ich jetzt kurz einen Cut setzen und das ohne euch machen? Ja, weil dann könnte ich theoretisch viel besser wieder arbeiten. Wenn jetzt die Geister wieder kommen, dann schneide ich die Geister raus, wie ich das mache. Hier. Perfekt. Feuer, Feuer, Feuer. Muss ich nicht rausschneiden. Und jetzt gehen wir zu unserem Spinnennetzteil und holen das da raus. Jetzt müsst ihr da erstmal drauf kommen. Wahrscheinlich die letzte Folge, in der ich so verzweifelt danach gesucht habe. Ich werde diese Folge nicht hochladen. Das heißt, diese Folge hier, oder doch, ich lade sie hoch, aber lade die dann zusammen mit der hier hoch, weil es ist echt richtig schlimm gewesen. Ich war halt so am Verzweifeln, wir sind 10 Minuten nur rumgerannt und hatten keine Ahnung, was wir tun sollten. Und Leute, es ist so einfach, aber bitte was? Linkes Feuer mal zur Seite. Nun holen wir erstmal hier auf. Genau. Ist gut, die steht auf einem Rad. Jetzt können wir seine Tröte. Jetzt holen wir seine Tröte. So lang.
Nur für diese Tröte. Und jetzt müssen wir wieder zurück. So, dann, nach 5 Minuten ist es geschafft. Wir können zum Bossfight. Das heißt, wir haben jetzt 15 Minuten, Pi mal Daumen, 15 Minuten Zeit. Hi. Hallo? Wir haben deine Tröte. Der Bosskampf ist mega cool, finde ich. Wir kämpfen nämlich gegen... Nein, ich spoiler nix. Aber steht wahrscheinlich im Titel drin. Moment mal, du da, nicht weggehen. Es ist mir bisher noch nicht aufgefallen, aber dein Gesicht hat interessante Züge. Da ist noch dieser Körperbau. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Leute, es steht wahrscheinlich im Titel, aber du hast das Zeug zum Star zu werden. Wir kämpfen gegen Godzilla. Und ich habe schon im vorletzten Part gesagt, es gehört mitunter zu den besten Filmen der Welt. Es ist genial. Schaut es euch an. Ist das genial? Sehen wir das eigentlich nur durch die Aufnahme? Oder? Da ist er. Es ist so genial. Leute. Off topic. Es ist nur ein Geist, der irgendwie was aufhat. Leider kenne ich auch schon diesen Bossfight. Pusten, pusten. Wir müssen nämlich gegenpusten. Und dann da hinlaufen. Und damit schieben wir ihm das direkt an. Genau. Excellento. Wirklich excellento. Bam. Ah ne, das trifft uns, okay. Ja, ist ja gut. Was ist das? Das ist wieder sowas. Dann müssen wir pusten. Gegenlaufen. Er ist stärker als wir, warum auch immer, ich weiß nicht wieso. Also es muss blau sein, sonst schaffen wir es nicht. Feuer. Können wir aufhören, bitte die Welt zu zerstören? Die haben wir mühsam zusammen aufgebaut. Nein, grün schaffen wir nicht. Ja, ich weiß, dass wir grün nicht schaffen. Doppelt so viel Kraft. Wisst ihr, was das heißt, wenn er doppelt so viel Kraft sagt? He's Manning. Guigi! Denn der ist back in business! Wowie! Did! Exzellente Arbeit, ihr beiden. Ich glaube wirklich, es entsteht gerade ein Meisterwerk! Nein! Guigi wurde getroffen! Er schießt, glaube ich, Feuer! Versteck mich hinter dem Hochhaus, was gleich abbrennt. Er macht die ganze City kaputt. Ah, nicht ausrichten. Wir haben ja fast gar keine Leben mehr. Pusten. Guigi, pusten. Pusten, 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 pusten. Jetzt ist deine Chance, um ein Star zu werden. Hämmern, 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 hämmern! Los, 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 los! Boah, ist das episch! Yo, Leute!
bisher beste Bosskampf ever. Boah. Jetzt kommt die schwerste am gesamten Bosskampf. Oh Gott, das ist so hart, ey. Oh, ist der schwer, ey. Oh, der will auch Häuser zerstören. Und damit ist der Bosskampf fertig. Cut! Dürfen wir vielleicht gegen dich auch noch kämpfen? Oder nicht? Nee. Der freut sich. Nett. Dankeschön. Ich glaube, er darf dieses Hotel nicht mehr betreten, wenn Sarah Shrek das herausfindet, was er getan hat. I'm a star! Luigi, gute Arbeit. Luigi, auch gute Arbeit. Sehr schön, echt. Oh, Entschuldigung. Ups. Und jetzt, das war's? Echt? Vielleicht noch verabschieden? Als ob wir ihn einsaugen müssen. Das kann ich nicht. Oh, ich will nicht. Boah, ey, es tut mir leid, aber es war eine Zusatzquest. Sorry, gell? Nichts gegen dich. Oh, da könnt ihr das angucken, was wir gerade gesehen haben. Leute, das ist meiner Meinung nach bis jetzt der beste Bosskampf, den wir jemals hatten. Ja. Und das war's auch schon mit dem Video. Nochmal hier die Flashbacks. König Buhu vs. Luigi mit dem Schreckweg 0915. Und jetzt König Buhu gegen Luigi mit dem Schreckweg FLU. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann ist das jetzt der übelst schwere Boss, der kommt. Leute, das war's mit das tolle Video, mit dem tollen Video. Ey! Mit dem tollen Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo? Luigi, fang die doch ein Stück. Switch doch die Seiten. Luigi, go and have a run. Ich habe gerade voll die Flashbacks an den. Wo denn? Hä? Es ist ein Geist, der macht hinter. Ja. Gerade voll die Flashbacks an den Hund. Das heißt jetzt nicht, dass wir nochmal jedes. Einmal hier ist rein. Leute, dann war es das doch noch nicht mit dem Video. Dann habe ich nochmal. Pi mal Daumen 5 Minuten. Ey, du. Oh, Babygeister. Können wir die eigentlich instant killen? Ja, natürlich können wir die instant killen. Der denkt auch, er wär's, der Kleine da. Oh, ich dachte gerade schon wieder so einer mit dem. Pömpel, 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 weg, Pömpel, weg, Pömpel, weg, Pömpel. Ah, ein Hummer. Hummer. Homa, hoppa, hoppa, hachi, chanks. Ihr seid jetzt. Au! Wow! Gegen. Hallo, halt doch gegen! Ich zieh gegen! Oh, Entschuldigung, Kamera, du warst ein echt toller Begleiter. Sag mit sich, wir müssen nochmal alles hier erkunden. Kong. Jo, alles gut, Leute.
Es ist nur eine crazy, komplett hängengebliebene Katze. Alles gut. Genau, jetzt kommt sie runter, wenn ich oben bin. Wenn das Polterkätzchen sich dir nähert, setz genau im richtigen den Strobo-Blitz ein. Ha, jetzt hat sie Angst. Nee. Aber du komm runter! Ich tu dir nichts. I'm a good guy. Ich kann die Kamera nicht benutzen, gell? Was? Vielleicht kurz zwischen. Ich hab's doch gemacht! Ich hab's doch gemacht! Guichi! Ich hab schon wieder geblitzt. Part ist jetzt gleich zu Ende. Okay, Leute. Ob das Kätzchen auch noch mal irgendwann mal von diesem Tisch, von diesem Haus runterkommt, das sehen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann und ciao.